Guten Morgen, liebe Sorgen. Wie sieht das Weizen aus? Wie sieht das Weizen aus? Es wächst und gedeiht. Aber ich glaube, eine Kuh kann ich auch nicht jetzt irgendwie mit einem Apfel oder so kann ich die jetzt bestimmt nicht irgendwie zähmen, dass sie mir hinterherläuft. Weiß ich jetzt nicht. Könnte man ausprobieren, aber ich glaube es vermutlich eher nicht. Ich mache mal nochmal schnell eine Steinschaufel. Dann muss ich da hinten noch kurz eine Riege Erde abtragen. Und zwar diese hier. Dann machen wir nämlich einen Stall neben den anderen. Auch wenn das nicht sonderlich hübsch aussieht. Aber es wird ja schließlich ein Bauernhof. Und ich muss da irgendwie was an der Performance noch ein bisschen gucken, dass das flüssiger läuft. Dieses Geruckel, das ist ja jetzt nicht so geil. So, tragen wir erstmal hier oben das ab. Pam, pam, pam. Oh, mein Lieblingslied. Glaube ich. Ja, der Deku-Palast von Legend of Zelda. Das ist so ziemlich mein Lieblingslied. Da kann man richtig schön abdancen. Bam, badadam, bam, badadadadam, bam. Klatsch, 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 die Erde weg. Bam, badadam, bam, badadadadam, bam. Bam, badadam, badadam, bam, bam. Da, 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 la, 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 la. Wir bauen uns hier einen Bauernhof, der ist so toll. Bam, bad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 
muss gerade mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt müsste ich eigentlich wieder rüber, oder? Und jetzt müsste es stimmen. Ist das gleich groß? Sieht gleich groß aus. Dann setzen wir doch mal hier noch ein paar Fackeln hin. Die Fackel kommt da dran. Dann kommt da noch eine Fackel drauf. Pam. Pam. Zack. Und zack. So. Es nimmt langsam Gestalt an. Habe ich das jetzt... Ja, die habe ich richtig gesetzt. Okay. Dann machen wir das mal so hier. Ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben mit den Fackeln, aber naja, naja. Hier muss auch mal wieder eine Fackel hin. Dann mache ich hier gleich noch eine hin. Und dort. Denn hier auf die Seite kommen ja dann unsere Felder. Da drüben, da hinten kommt die Schafherde hin. Oder was auch immer. Und einen Stall müssen wir uns natürlich auch noch bauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stimmt, glaube ich. So. Ich hoffe, das Weizen wächst jetzt endlich mal bald mal hier ein bisschen schneller. Ich setze da mal so eine Fackel drüber. Vielleicht geht es dann schneller. Ich glaube zwar nicht, aber... Gut. Ach, was. Jetzt kommt die 8-Bit-Version davon. Kies habe ich nicht zufällig. Dafür Diorit. Diorit nützt mir jetzt allerdings nicht so viel. Was kann ich denn daraus überhaupt craften? Polierter Diorit. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Okay, das nützt mir nix. Okay, da kann man sonst nichts weiter draus machen. Das ist jetzt, ja... Haben wir das zwar mal gemacht, aber... Ich brauche Kies. Habe ich hier Kies? Ich habe keinen Kies, ich habe bloß Sand. Aber ich kann mir doch bestimmt... Ich wollte mir nämlich eigentlich jetzt hier einen Weg machen. Habe ich Bone Meal? Dann kann ich das doch bestimmt schneller wachsen lassen. Da gucke ich mal schnell. Ey, ich habe kein Bone Meal. Blöd, 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 blöd. Ja, was mache ich denn dann jetzt? Ich habe Erde, ich habe Holz. Ich müsste mir theoretisch eigentlich nochmal eine Kiste machen. Und dann müssen wir irgendwo mal so ein Lagerdings hinbauen. So, ich sehe, es wird auch gleich schon wieder dunkel. Und das hier will nicht wachsen. Wachs schneller! Ich brauche Schafe. Nicht Schafe, ich brauche Kühe. Kühe. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Vielleicht kann ich eine Kuh auch mit einer Blume anlocken. Die freuen sich doch bestimmt über Blumen. Ja, hier nehmen wir mal Löwenzahn. Da freut sich doch bestimmt so eine Kuh. Vielleicht funktioniert's ja. Ach, hör mir doch auf. Wieso habe ich denn die Höhle nicht gesehen? Na, auf. So, da hinten ist eine Kuh. Vielleicht funktioniert es auch mit dem Schwein. Ich probiere es mal. Kommst du mit? Na komm. Jetzt. Hallo, ich habe hier einen schönen Löwenzahn.
Ich probiere es nochmal schnell bei der Kuh dort hinten und dann gehen wir erstmal schnell wieder pennen. Kuh! Alter, du wirst doch wohl Löwenzahn mögen. Ah, dann nicht. Müssen wir tatsächlich bis Weizen warten. Naja, egal. Da spiele ich ein bisschen hier auf meinem Keyboard für euch. Ja, das Weizen ist fertig, dann gehe ich nochmal schnell schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Lalalala. Bam, patarapapa. Wir haben gleich eine Kuh. Badam, bam, badaram, badam, badaram. So. Wow. Nein! Ach, leck mich doch am Sack. Das war noch nicht fertig, oder was? Ah, okay, dann gehe ich derweil da hinten in diese Höhle rein und guck mal nach Eisen. War das die hier? War das die hier? Ja, das war die hier. Okay, ich lasse jetzt aber die Musik. Ich wechsle jetzt nicht extra die Playlist dafür. Denn wir wollen ja eh bloß kurz nach Eisen gucken. Kurz ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Ja, wie witzig. Ach, sieh mal einer an. Eisen. Danke für das Eisen. Dann können wir uns dann unsere Felder auch noch schön machen. Yay. Und Kohle haben wir ja genügend, um das zu schmelzen. Ja, die Monster sind ja an. Ja, die Monster sind an. Lass das. Scheiße. Ja, das war so geplant, das war so gewollt. Denn ich wusste schließlich, dass hier Eisen drunter ist. Lass das mit dem Explodieren, mein Freund. Ja, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß hier mit Creepern. So. Wusste ich gar nicht, dass hier die Höhle noch ist. Ach, du willst mich doch verarschen. Na komm, den holen wir uns noch. Na komm. Boah, was für ein Wichser. Na komm doch her, wenn du was willst. Hihihihi. Kleiner, kleiner Creepermann. Lalalala. Ich... Ja. Ich wollte eigentlich gerade singen, ich hau dir voll auf deine Fresse. Yeah. Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Alter, was ist denn das hier? Wieso? Das kann doch wohl nicht sein. Wenn da jetzt noch einer ist. Jetzt kommt da ein verkacktes Skelett an. Das kann doch wohl nicht sein. Stirb! So. Ich setze es mal hier oben. Ich muss hier oben jetzt mal ausleuchten. Das ist ja... Ach, Skelett. Grüße Sie. Mein Bulimie-Freund. So, haben wir hier noch ein bisschen Eisen? Weißt du, vorhin beschwere ich mich, dass ich kein Eisen finde und jetzt finde ich es hier in Überfluss. Ja, aber hier hinten hört die Höhle auch schon auf. Das ist natürlich sehr traurig. Hier war doch auch noch Eisen, hier war noch Kohle. Aber ich sollte dann mal wieder zurückgehen, weil die Musik passt jetzt nicht so. Ich wollte eigentlich nur kurz reingucken wegen Eisen. Naja, naja. Alter, ich hoffe, die Spitzhacke hält das noch aus bis zum Eisen da unten.